Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott, da lade ich 3 Dead by Daylight Videos hoch und ihr eskaliert einfach extremst. Es freut mich mega zu sehen, dass ihr so viel Bock auf den Content habt, dass ihr ihn vermisst habt. Tut mir irgendwie jetzt schon richtig, richtig leid. Das letzte Video war ja gemeinsam mit Kathi. Wir haben den 2 vs 8 Modus ausprobiert und holy shit, es war einfach so unglaublich lustig. Und weil ihr so Bock auf Dead by Daylight habt, habe ich mir gedacht, okay, ich habe euch ja gefragt, welchen Killer soll ich ausprobieren? Ich habe seit 1,5 Jahren kein Dead by Daylight gespielt, die ganzen neuen Killer nicht mitgenommen und ihr habt gesagt, probier doch mal Chucky aus. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich werde mir Chucky kaufen und Chucky die Mörderpuppe spielen und mal gucken, oh mein Gott, ob das die absolute Katastrophe wird oder ob wir ganz, ganz, ganz viel Spaß haben werden. Ich glaube eher, dass das Katastrophe sein wird. Aber wir werden sehen. Starten wir einfach rein in Chucky die Mörderpuppe. Killer ausprobieren mit mir. Just Becky. Ach so, und ihr fragt euch vielleicht, warum ich hier so fast halb nackt in meinem Arbeitszimmer sitze. Leute, es hat einfach 38 Grad oder keine Ahnung, noch viel, viel mehr. Es ist der heißeste Tag des Sommers angeblich und ich schwitze mir hier einen ab. Aber nur für euch, okay? Und genauso wie ich jetzt hier in diesem Arbeitszimmer sitze und schwitze, werde ich gleich in diese Runden rein schwitzen. Da ist er, der kleine Scheißer. Chucky, oh, the good guy heißt er hier. Ist ein schlüpfriger Killer, der Überlebende mit seinen täuschenden Schritten und dem tödlichen Scheibenschneiderangriff überlisten kann. Mit seinen persönlichen Talenten Fluch, zum Spielen gehören 2 Freunde bis zum Schluss und Batterien enthalten, kann er alle blenden, die ihn blenden. Das Ziel seiner Besessenheit erbarmungslos jagen und seine Geschwindigkeit in der Nähe von fertiggestellten Generatoren erhöhen. Das hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Kaufen wir ihn doch für fucking 5 Euro. Dafür kaufen wir 500 Aura-Zellen und damit schalten wir jetzt den lieben Chucky frei. Damit er aber auch was kann, wenn wir ihn gleich spielen, geben wir ganz viel von den Blutpunkten aus, die ich hier übrig habe. Übrigens vielen Dank für den Tipp, dass man einfach nur in der Mitte klicken muss und dann alles ausgefüllt wird. Das ist ja absoluter Gamechanger. Wir haben jetzt Level 50 Blutpunkte ausgegeben. Jetzt bin ich da auch mal ein bisschen runter. Wir prestigen jetzt erstmal noch nicht. Wir starten aus. Ich habe leider keine Ahnung, was gerade die Meta ist, was Perks angeht, was man alles mitnehmen soll. Ich bin einfach nur jemand, ich verliere die Leute immer super schnell aus den Augen. Was wir jetzt auf jeden Fall mal mitnehmen, sind natürlich die Perks von Chucky. Oh, Pop Goes the Weasel. War auch eigentlich immer einer meiner Lieblingsperks, den ich super gern mit dabei gehabt habe. Was ist denn jetzt? Was kann ich denn alles? Oh, das war auch Uneinigkeit. Mochte ich eigentlich auch. Oder trifft deine Wahl. Das waren so meine Lieblingsperks. Also wir haben Fluch. Zum Spielen gehören 2. Immer wenn du von einem beliebigen Überlebenden 2-mal betäubt oder geblendet wurdest und kein Fluchtote mit Fluch zum Spielen gehören 2 verbunden ist, wird ein glanzloses Totem zu einem Fluchtotem. Überlebende, die dich betäuben oder blenden, werden für 1,5 Sekunden geblendet. Ziemlich geil. Ein Überlebender wird Ziel deiner Besessenheit. Wenn du einen Überlebenden festhakst, von dem du nicht besessen bist, wird das Ziel deiner Besessenheit für 20 Sekunden gefährdet und seine Aura wird für 10 Sekunden enthüllt. Nehmen wir mit, würde ich sagen. Wenn du dich in einem Umkreis von 12 Metern von einem fertiggestellten Generator findest, erhältst du 5% Eile. Ja, gut. Schluss mit lustig. Chucky kann jederzeit in den Versteckmodus wechseln, solange die Abkriegszeit vorüber ist. Im Versteckmodus wird Chucky unentdeckbar und erzeugt überall auf der Karte Schritte, die Überlebende mit Geräuschen und Fußabdrücken verwirren, die aus mehreren Richtungen kommen. Scheibenschneider. Im Versteckmodus erhält Chucky Zugriff auf die aufgeladene Fähigkeit Scheibenschneider, wodurch er auf nichts ahnende Überlebende zustimmen und sie dann mit einem Scheibenschneider-Sprungangriff überwältigen kann. Ey, das erinnert mich alles ein bisschen an Victor. Chucky kann bei der Verwendung von Scheibenschneider außerdem schnell Huschen anhängen. Wenn ich durch eine Palette, ja, das hört sich gut an, und Angriffe mit Scheibenschneider verursachen die Statuseffekte Bluten und Zerfleischen. Und was nehmen wir mit? Dann schauen wir mal, wie lang es dauert, bis wir eine Runde finden. 2000 Jahre später. Sehr gut. Das hat ja jetzt nicht 20 Minuten gedauert, hier eine Runde zu finden. Und wenn ich die Überlebenden schon sehe, oh mein Gott, die werden mich sicher alle fertig machen. Ich hoffe, wir haben jetzt alles ausgerüstet, ausgestattet. Und dann gehe ich rein in meine allererste Killerrunde mit dem Killer Chucky. Das ist ja mal Lust. Das ist ja, Alter, okay, jetzt verstehe ich das, weil die Leute gemeint haben, oh, die wissen schon, dass ich komme. Aber ich dachte, die sehen mich eben nicht, wenn ich da geschlichen komme. Ah. Boah, ich bin richtig schlecht. Werden die zurück zu diesem Gen gehen? Ja, Mann.
Okay, ich habe einen Schlitz. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber die ist geschlitzt worden. Ich bin halt recht klein. Und halt irgendwas zu sehen ist gar nicht mal so einfach. Den Versteckmodus wechseln. Wow! Holy shit, Mann! Hä? Aufheben? Wie? Was? Okay, warte jetzt mal. Ich bin... Wo ist hier ein... Ich sehe keine Haken. Ach Gott, oh Gott. Alter, es ist urschwer, da zu gehen. Die befreit sich noch, das sage ich euch. Hä? Ich schwöre, das ist todesanstrengend mit dem Chucky. Die zu... Holy guacamole. Also das ist wirklich, wirklich... Oh, sage ich da Asshole? Und jetzt muss ich mal kurz schauen. Ah, okay, kenn mich aus. Oh Gott, das ist ja mal eine ultra peinliche Runde. Aber I need to... Was ist dieses Scheibenschneider? Das muss ich auch nochmal ausprobieren. Gut, die machen da jetzt einen Gen nach dem nächsten fertig. Das ist eine echt schlechte erste Runde. Ah! Ah! Oh mein Gott! Wow! Cool! Okay, wow! Also wir sliden da einfach so unten durch. Aber also ich sage euch, was richtig schwierig war, war die Leute so zu tragen. Das war... unglaublich schwierig. Also es hat so gewabbelt, ich konnte es gar nicht richtig steuern. Ach, bleibe ich nicht in diesem Modus? Boah, das sind ja so viele Sachen, die man bedenken muss. Hier passieren so viele Dinge. Ah, jetzt bin ich wieder unsichtbar. Okay, ich kenne mich aus jetzt. Ich kenne mich jetzt aus. Nicht, dass ich jetzt irgendwie besser werden würde, aber vielleicht schaffen wir doch noch irgendjemanden aufzuhängen. Ansonsten muss ich echt noch eine Runde mit dem Doktor... Kann ich hier auch drüber springen? Alter, ich gehe da ja so langsam drüber. Das ist ja eine Frechheit. Aber ich bin auch so langsam. Holy shit, Mann. Schaut's mich an. Ich bin so ein kleines... Ich komme denen ja überhaupt nicht nach. So, jetzt müssen wir nochmal diesen Sprung ausprobieren. Hä, wo ist der hin? Ist der gerade nicht runter rumgelaufen? Was? Hä, wie kann ich da daneben springen? Ja, so. Okay, ich komme, ich habe wenigstens ein bisschen eine Reichweite. Das ist ja schon mal ganz nett. Perfekt, okay. Jetzt zumindest eine Person, wo ist denn der jetzt? Da. Mal eine Person hier aufhängen, aber das Aufhängen, holy shit, Leute, das ist echt. Das ist echt kacke. Aber die brauchen nur noch zwei Gens. So, jetzt haben die sich ja schön runtergeholt, das ging jetzt aber schnell. Verfluchtes Totem. Das konnte ja auch wieder irgendwas. Ich springe halt recht weit. Das ist schon gut. Okay. Perfekt. Wir haben noch eine aufgehangen. Das gefällt mir. Komm langsam. Den da drin haben sie jetzt schon angemacht. Da lief noch eine. Ja, die Lara. Die können wir uns auch auf jeden Fall holen. Wo ist sie denn? Oh, Biatch! Ich habe nicht gesehen, dass hier noch eine Palette ist. Wir sind jetzt hier schon so oft gelaufen, dass ich echt dachte, dass die Palette hier schon weg ist. Boah, ey, das Treffen hier, Mann. Oh Gott, ich bin so schlecht. Die werden sich auch denken, was ist das für ein Arschkiller. Aber was soll ich tun? Ich bin hier zum ersten Mal. Geh mir nicht aus. Boah, wieso? Das dauert viel zu lange, dieses Durchschlupfen. Ich meine, die Idee finde ich geil, aber es dauert zu lang. Schade, dass ich nicht die Lehrer getroffen habe. Und krass, dass sich das ausgegangen ist, dass die sich noch heilen konnten. Boah, die sind jetzt schon am Ausgang. Holy shit. Ich habe jetzt auch nicht mal gesehen, wo die Ausgänge sind. Jetzt mal auf mich anzublenden. Boah. Hey, dass man da so gar nicht... Ich kann ja nicht einmal über die Dings drüber hauen, weil ich so klein bin. Das ist ja komplett kacke. Ich weiß jetzt nicht mal, wo die Ausgänge sind. Da ist einer und wo ist noch einer? Da hinten. Boah, ist das scheiße. Okay, was für eine echt beschissene erste Runde. Also Chucky ist ein Scheißkiller. Ganz ehrlich, Leute. Von allen Killern, die ihr mir hättet jetzt empfehlen können, wenn ich 5 Euro ausgeben muss, ist es Chucky, den ihr mir empfehlt? Becky, wir können nichts dafür, dass du so scheiße bist. Wohl wahr. Okay, könnt ihr jetzt einfach rauslaufen? Der Antitus hungert. Ja, ich auch. Glaub mir. Da steht Strecke Überlebende nieder. Ah, das habe ich geschafft. Also da muss ich sie noch einmal hauen. Perfekt. Gott, war das schlecht. Eieiei. Aber gut, ich werde ja hier auch gleich super krass gematcht. Why do? Egal, wir probieren es
mit noch einer Runde Chucky. Vielleicht wird die besser. Ich bezweifle es, aber ich hoffe es. Wir haben eine weitere Runde gefunden. Gott sei Dank, aber die schauen mir alle schon wieder so, ich weiß nicht, so aus, als könnten sie was. Und dann bin ich da wieder mit diesem kleinen Chucky. Aber gut, wir probieren den aus. Falls ihr möchtet, dass ich andere Killer ausprobiere, schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Tipps für Chucky habt, gerne in die Kommentare. Ich habe gerade überlegt, vielleicht mache ich auch nochmal kurz. Immer wenn du von der Polizei mal betäubt oder gerettet wurdest, das wäre eigentlich ganz cool. Gibt es vielleicht noch andere Sachen? Wer weiß, ob es vielleicht schon andere, bessere Perks gibt. Da auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr mir empfehlen könntet. Wir sind an der schaurigen Speisekammer. Unentdeckbar. Ich kann mich erinnern, als Kathi und ich damals immer angefangen haben, die Generatoren am Rand zu machen. Weil wir uns einig waren, ach, das ist die beste Strategie. Okay, da hinten hat jemand verkackt. Ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet, dass ich hier dieser kleine Furz bin. Also ich glaube, die Fengmin hat mich einfach gerade nicht gesehen. Kann das sein? Perfekt. So. Ich zeig sogar den Mittelfinger. Was ist denn da los? Ey, das ist ja richtig krasse kleine Puppe hier. Wunderbar. Hätten wir einen aufgehangen und jetzt habe ich gesehen, wo die nächste Person sein soll. Ich habe zumindest so einen Umriss gesehen. Aber ich muss sagen, der hat mir jetzt aber nicht sehr viel geholfen. Na doch, schau mal an. Machen wir gleich mal kaputt. Süß, wie ich da mit meinem langen Messer so reinspringe. Da oben läuft er. Ah, das kann man auch noch aufladen. Noch cooler. Okay. Ich kann diese Mega-Attacke aufladen. Dieses Scheibenschneider, das ist ja lustig. Okay. Kenn mich aus. Oh, nein, schade. War da voll daneben. Aber ich habe gerade irgendwo gehört, irgendwo war auch... Hat sich jemand geheilt, definitiv. Also ich habe die Heilung gehört. Kann man auch kaputt machen. Ist hier überall, wo die sich da glauben, Gens machen zu können. Nicht mit mir. Okay, der ist eh auch schon wieder runter. Ich fühle, dass sie irgendwie den da oben machen. Oder da läuft auf jeden Fall wer. Oder lief jemand. Ich wette, ihr habt so alle das Killerauge und seht die ganze Zeit die Überlebenden. Nur ich bin so scharfsaugert und sehe das alles nicht. Lauft die ganze... Ah ja, da. Ich sehe die Fengmin. Da ging die Fengmin. Da lief sie. Das war gut. Also ich glaube, die hat mich... Also entweder hat sie mich wieder nicht gesehen oder sie lockt mich. Eins von beiden. Das habe ich noch nicht ganz feststellen können. So, wir laufen ihr weiterhin nach. Die kriegen wir noch. Perfekt. Da hinten haben wir auch gleich ein... Wo ist sie denn? Hier. Boah, ist das gefährlich, hier bei der Palette durchzugehen. Aber haben wir geschafft. Ich weiß nicht, ich habe da immer so das Gefühl, da kommt dann gleich ein Überlebender und schmeißt sie mir noch ins Gesicht. Ich möchte länger in diesem Versteckmodus bleiben. Der ist super. Sollen die mal aufhören, hier die ganzen Gens zu machen? Da hinten rennt die Foxy. Hab's gesehen. Das ist halt... Ich verstehe... Was ist jetzt passiert? Okay. Keine Ahnung. Also das war gerade richtig wild. Hä? Ich war 10.000 Meter von dieser Scheißpalette entfernt. Oh Gott, ich werde wieder keinen töten. Das ist ja einfach nur traurig. Boah, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Kein Wunder, dass ich aufgehört habe. Hä, hey, nee, come on. Wie war denn das nochmal? Jetzt bin ich, sobald ich getäubt bin, bin ich raus aus diesem Modus. Und die brauchen noch zwei Gens. Wo sind die denn alle? Ich schwöre, das sind vier Überlebende. Und ich sehe nicht eine beschissene Person von denen. Ah, da habe ich wen gesehen. Da habe ich hundertprozentig wen gesehen, oder? Ja, die Lara. Aber die sind auch schwer im Auge zu behalten. Es tut mir leid. Ich kann voll schlecht adaptieren, wie die wegrennen. So. Okay. Jetzt wieder aufpassen, dass mich da hier keiner wieder so deppert blendet. Boah, aber ich sag's euch, mit dem Chucky zu einem scheiß Haken zu gehen, ist das mit allen Killern so schwer geworden? Puh, nervigst. Der ist nicht an. Zwei immer noch. Jetzt sind wir noch zwei. Das war jetzt Zufall, dass ich die Lara gleich nochmal getroffen habe. Ich hätte lieber die Foxy getroffen. So, die hing jetzt. Ist die jetzt tot? Wunderbar. So, und jetzt sehen wir doch endlich mal jemanden am Chen. Das ist die Fengmin.
Perfekt. Die waren nämlich gefährdet, glaube ich. Kann das sein? Weiß ich nicht genau. Hängt hier jetzt auf jeden Fall. Gut. Feng Min Meier. Wir schauen, wo die den nächsten Gen machen wollen. Ist jetzt vielleicht doch nicht so eine Karte. Da rennt aber wer? Da rennt jemand. Da rennt jemand. Stop being such a chicken. Stop being such a chicken. Kennst du mich mal mit all euren Paletten? Boah, und dann bin ich echt so... Seht ihr, und dann bin ich immer überfordert. Ich denke mir, boah, ich outsmarte die total und outsmarte mich selber. oh je, das ist ja nicht mehr feierlich. Schauen wir trotzdem mal kurz, ob irgendjemand an dem Gen da hinten arbeitet. Ja. Tja, da hat sie wieder irgendwas fallen lassen, um mich zu... Um mich zu betäuben. Sie sehe ich eh ein bisschen einfacher. Weil mit diesen Fuchsdingern geht das tatsächlich ein bisschen einfacher. Oh nein! Why are you running? I'm the good guy. Also blockieren ist ja mal richtig kacke. Ich meine, ich hätte gleich hinhauen können. Aber ich habe zuerst Angst gehabt, dass der mir die Palette an den Kopf wirft. Nein, come on! Ey, das gibt's gar nicht. Ich stand doch schon davor. Boah, sowas ist so lächerlich. Es tut mir leid, aber ich hätte einfach gleich draufhauen sollen. Ah, scheiße. Okay, come on. Boah, so jetzt aber. Da kommt bei mir dann richtig so der Hass raus. Und die Ungeduld hat man jetzt richtig gehört. Hinhauen, hinhauen, hinhauen. Irgendwo da sitzt die Lara auf jeden Fall. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich sehe die nur nicht, weil alles so dunkel ist. Aber Becky, jetzt spielst du eh schon in Third Party, in Third-Person-Ansicht. Ja, true. Aber es ist trotzdem nicht so einfach. Hängt die da jetzt noch? Perfekt. Ich habe sie Gott sei Dank jetzt gehört. So, jetzt müssen wir nur schauen, wo wir sie aufhängen. Ach, super. Gleich neben dem Chen ist auch ein Haken. Toll. Dex, freut mir. Hoch da mit dir. Ist die jetzt auch tot? Das Griesnockerl. Geiler Name. Nice. Okay. So, jetzt nur die Frage. Wo hänge ich den auf? Und zum Glück ist hier auch gleich ein Haken. Oh mein Gott, jetzt haben wir alle bekommen. Aber auch nur, weil ich sehr schlecht, mehr schlecht als recht gespielt habe. Okay, erste Runde gar nichts gebacken bekommen. Jetzt zumindest so ein bisschen. Erbarmungsloser Killer. Zuerst ist der Entitus hungrig und jetzt haben wir alle bekommen. So soll das. Und so muss das. Ja, Mann. Ich glaube, zwei Runden sollten reichen. Jetzt hatte ich eine, wo ich super abgekackt habe und eine, wo ich recht erfolgreich gespielt habe. Und wie heißt es denn so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist? Und ich wette, wenn ich jetzt nämlich noch eine dritte Runde bekommen würde, wäre das absolute Vollkatastrophe. Und dann würde ich nur ragen und mich ultra mega aufregen. Ich hoffe trotzdem, dass euch diese zwei Spielrunden gefallen haben. Wenn ja, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen oder mit einem Daumen nach oben. Und schreibt mir, welchen Killer ich als nächstes ausprobieren soll. Oder ob ich doch nochmal mit Chucky reinstarten soll. Kathi werde ich hoffentlich auch nochmal dazu motivieren können, die ein oder andere Runde mit mir zu spielen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, trinkt viel, es ist immer noch heiß, bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, Sushi-Kuss an euch und ciao, ciao!